herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf Replay Games for You. Ich bin Rektalin und wir spielen ab sofort Valkyria Chronicles. Für die PlayStation 3 ist ein PlayStation 3 Exclusive aus den frühen Tagen des Systems. Ist ein Rollenspiel-Strategie-Game von Sega mit dem ein oder anderen Easter Egg. Spielt in einem alternativen Weltkriegsszenario und hat insgesamt eine Anime-Serie nach sich gezogen. Zwei weitere Fortsetzungen, die aber auf PSP erschienen sind. Insgesamt einer meiner Lieblingstitel dieser Generation. Würde ich sagen, starten wir das Ganze auch. Beziehungsweise gucken wir uns erst einmal die Optionen an, ob wir da was mit Untertiteln machen können. Sind an. Sprache ist leider Englisch in dem Moment. Es gibt kein Deutsch. Deswegen werde ich immer nach den Sequenzen eine kurze Zusammenfassung abgeben. Aber schauen wir uns das Ganze doch mal an. The year was 1935 EC. Two powers controlled the continent. In the east, the sun rose over the autocratic East European Imperial Alliance, otherwise known as the Empire. In the west, a network of loosely allied democracies formed the Atlantic Federation. Both powers depended on a precious mineral, ragnite, for their survival. And its growing scarcity led to the inevitable, war. Hostilities began in the east when the Empire aggressively crossed their western border. The Atlantic Federation responded, and the Second European War was on. Tja, das Imperium gegen Europa. The Empire, with its vast military superiority, struck hard. Gaining ground in early victories and putting the Federation on the defensive. Emboldened by their progress and momentum, the Empire set their sights beyond the borders of the Federation. In neighboring Gallia, a peaceful principality along the sea, they found their next victim. Gallia had long maintained its neutrality in the tensions between the two superpowers. But the rich stores of ragnite under the Gallian soil proved too tempting for the Empire. It amassed troops along the eastern border and invaded with all the force of an avalanche. Also das Imperium ist auf der Suche nach Ragnite, der antreibenden Ressource. Es ist ein großer Konflikt zwischen Ost- und Westmächten sozusagen. Gallia steht dazwischen und wir übernehmen die Rolle hier in Gallia. Das, ihr seht so, das seht ihr im Grunde genommen so eine Art Geschichtsbuch mit verschiedenen Einträgen und diese können wir jetzt nacheinander freischalten. Genau, und das machen wir jetzt. Das Treffen. March, 1935. Outside the Gallian border town of Brule. Also das ist eine Grenzstadt von Gallia, sage ich jetzt einfach mal. Residents are leaving the town before the invasion, headed inland towards the capital. Und das ziehen die Flüchtlinge durchs Land. I haven't been down this road in years. It really hasn't changed very much. Whoa. Already? Hey there, guys. You're beautiful. Starting early this year. You're heading upstream, huh? How's the water? Hmm.
Tja, zeichnen kann er auf jeden Fall. Oje. Freeze. Put your hands in the air. Slowly. Haven't seen you around before. What's your name? My name's Welkin. And you are... The one with the gun. You're with the Brutown Watch. I'm Alicia. Alicia Melchiot. So, I'm wondering what you've been writing in that little book you've got there. Imperial spies are in the area. This book is nothing, really. I was just sketching the fish and, you know... Yes. Oh, I know. And you know there's a war on, don't you? All right then, Mr. Artist. We'll talk about fish sketching down at the station. Take him away. Kaum angekommen, schon im Knast. So muss das laufen. Also jetzt haben wir im Grunde genommen die beiden Hauptpersonen vorgestellt bekommen, Welkin und Alicia. Welkin ist nach langer Zeit wieder nach Brühl gekommen, seiner Heimatstadt. Wurde jetzt beim Malen erwischt und muss sich jetzt verantworten. Ganze Sache ist natürlich angespannt, logischerweise ist ein Krieg drumherum. Schauen wir uns das nächste Kapitel an. Die Attacke des Imperiums. Klar, gucken wir es an. Flowers, bugs and fish. You're not bad with a pen, are you? I have to say, they're really very good. Thank you. So you see, I really was just sketching. Maybe. Or this could be some kind of secret code. And I intend to take my time finding out for sure. Great. Welks? Is that you? Isara! Oh, your timing is perfect. What have you gotten yourself into now, Welkin? Wait. Don't you live at the old general's house? That's right. I'm General Gunther's daughter, Isara. You do know everyone's supposed to evacuate, right? Yes. I'm aware of that. My brother's here to help me move to the capital, but that may be difficult. I mean, unless you're willing to let him go, that is. Huh? I apologize, but I was just doing my job, you know. I saw you with the notebook and thought you were a spy. Again, I'm really sorry about that. Thanks. Don't worry about it. I can see how I might have looked a little suspicious. Welks has a real passion for observing nature. That's why he's studying it at the university, right? Guilty as charged. I get so into it sometimes I forget where I am or that somebody might be watching me. Oh yeah. Gunfire! Everyone, keep your heads down! Over there! Nein, werden angegriffen. Nicht gut. Ach du Schande. Die ersten Verlusten. So viel zur trauten Zweisamkeit. Welkin, you can handle a gun, right? Yeah. I mean, I made it through training anyway. Well, they're probably just a small scouting team. We should be able to take them out. Okay. I'm with you. Jetzt heißt verteidigen. Also kurz zum Recap der Episode, zur Zusammenfassung. Es hat sich herausgestellt, dass er der Bruder dieser jungen Dame ist, der Isara, und ihr helfen soll bei der Evakuierung, sprich Richtung Hauptstadt zu fliehen. Daraufhin wurde er freigelassen. Er studiert Natur- bzw. Biologie wahrscheinlich in der Universität. Und jetzt ist der große Überfall. Ja, ist eine gute Idee. Das denke ich mir auch. Dann speichern wir jetzt einfach mal. Wenn er das schon vorschlägt. Grundsätzlich zur Aufnahmemethode. Ich spiele das jetzt in einem Rutsch. Nicht durch, aber immer große Stücke und schneide es dann in Viertelstunde Folgen. Also nicht wundern. Klar, dann fangen wir mal den Kampf an.
schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Okay, here's the plan. Okay, hier ist der Plan. Wir müssen die imperialen Scouts, Aufklärer, die nach Brühl kommen, so heißt die Stadt, ausschalten. Wir kommen von hier und werden alle drei ausschalten. Wo ist hier? Von da, okay. Also von oben Richtung Brücke. Nur über die Brücke und so schnell wie möglich ausschalten. Aufgabe ist es, alle Gegner zu vernichten. Lass uns zum einen nach den anderen uns kümmern. Schön einfach, ohne Probleme. Die Sieg- und Niederlagenbedingungen. Wir müssen innerhalb von 20 Zügen es schaffen. Sprich Rundenstrategie. Und keiner darf sterben. Let's get started. Just stay calm and get it done. Lass uns anfangen. Bleib bloß ruhig und lass es uns zu Ende bringen. I see three of them. Ich sehe drei von ihnen. That's three too many. Stay sharp. Das sind drei zu viele. Bleib wachsam. Listen a second. There's something I should explain. Hör mal kurz zu, ich sollte was erklären. Über Kommandopunkte. Wenn der Kampf beginnt, wirst du eine Karte sehen. Auf dieser Karte sind die Positionen deiner Einheiten. Dies wird als Kommandomodus genannt oder ist bekannt als Kommandomodus. Hier wählst du die Einheiten aus, die du bewegen möchtest, nach der Position bzw. der des Gegners.